Das ist das Camp von Dumsdorf. Und inwieweit sich das von anderen Camps unterscheidet, vielleicht in der Art und Weise, wie es fertiggestellt ist und sowas. Man sieht ja, dass es noch nicht so weit gediehen ist, aber ansonsten, glaube ich, gibt es keinen großen Unterschied zu den anderen Camps. Also unser Ansatz ist einfach der, hier eine Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, um Menschen, die den berechtigten Widerstand im Wendland unterstützen wollen, die dann hierher kommen und das hier mitkämpfen, um denen einen Aufenthaltsort zu geben und einen Rückzugspunkt und einen Punkt, wo sie sich aufwärmen können. Die Institutionen, die den Atomtransport durchführen, dass die kein Interesse an dem Widerstand haben, das haben wir uns im Vorfeld schon gedacht. Warum jetzt speziell dieses Camp nicht toleriert wird und andere vielleicht schon, wobei man das ja auch noch mal abwarten muss. Weil unseres Wissens ist ja, also es ist ja noch kein Verbot raus, es ist erstmal so, dass es nicht erlaubt wurde. Warum wir da besonders rausgepickt worden sind, wissen wir nicht. Beziehungsweise es gibt ein paar Forderungen, die wir allerdings gar nicht erfüllen können, wie andere Camps das auch nicht erfüllen können, meines Wissens. Weil unsere Sonderrolle ist mir dabei noch nicht so richtig klar. Wir planen ja hier kein Camp für Straftäter oder wir. Da müsste man ja auch erst noch mal gucken, was direkt eine Straftat ist. Das wird ja auch immer neu definiert. Das können wir im Vorfeld nicht. Wir kontrollieren das auch nicht. Wir sind hier ein Camp, das offen ist für alle, die hierher kommen wollen und Widerstand gegen den Atomtransport machen wollen. Und weiter ist unser Interesse da erstmal nicht. Wir sehen uns nicht genötigt, uns von irgendjemandem zu distanzieren. Noch kontrollieren wir irgendwie, die wir hier die Camp-Vorbereitung machen. Ich betone das nochmal. Wir stellen hier eine Infrastruktur zur Verfügung, die wir jedem, der hierher kommt, frei zur Verfügung stellen. Und von daher können wir, glaube ich, zu diesen Anforderungen, die an uns gestellt werden, wir können einfach überhaupt gar keine Position beziehen, die denen irgendwie gerecht werden kann.